Das war jetzt aber schon eher die Kategorie der politischen Schlager. Unsere schönste Strohblume im Stall, ja. Geht's denn das noch? War die schönste? Ja, du hast die anderen ja schon, du hast zum Teil gesehen. Und das war ja... Aber komm, war das jetzt soweit noch okay für dich? Ist das so ein... War ganz toll. Kennst du denn eigentlich wirklich keinen einzigen Schlager, Sänger, Schlager, Sängerin? Also so gar nichts? Ich meine, Lady Gaga jetzt nicht... Nee, das ist kein Schlager. Das ja, kann das man schön, dass du das weißt. Doch, kennen schon, aber das... Ist ja nicht dasselbe wie mögen. Und so, ne? Naja, um Gottes Willen, also musst du ja nicht gleich heiraten, aber... Das sowieso nicht. Was, bist du groß geworden in Musik? Ich bin nie groß geworden, sieht man doch. Ehrlich? Gut, das war ein Eigentor, aber... Das macht nichts. Die Leute haben wenigstens einmal über zu mir gelacht, weißt du? Ja, dafür gibt's natürlich einen... Ach nee, komm Manuel, wir sind doch großzügig, du kriegst für deinen ersten gelungenen Gag dreifach. So, alles klar, mein Tagesziel ist erreicht. Ja, hin. Aber es gibt definitiv eine Sängerin, die ist kleiner als du. Nee. Doch, Paul doch. Und zwar Mireille Mathieu. Und wer könnte sie besser darstellen als Bettina? Nein, ich meine Bettina. Bettina Musenberg. Ich bin noch nachlässig. Die Ähnlichkeit ist schon dann doch. Das hast du ja jetzt gesagt. Doch, da bin ich aber sehr ehrlich auch so. Ich kann nämlich hier noch rausreden, nämlich sagen, ich bin nachhaltig geschädigt. Nee. Ich meine, die hast du mich auch heute nach diesem Abend. Ja, wir trinken ja nachher eins. Also gut. Also jetzt der Lilliput, die Kleine mit der großen Stimme. Fangen die an zu lachen. Paris vor 100 Jahren, Mireille Mathieu.